Ja, jetzt sind wir wieder zurück hier zu Dead Space. Zu Let's Play Dead Space. Und mir ist mir gerade aufgefallen, im letzten Part war ich leider zu leise. Aber das wird sich jetzt diesmal ändern. Jetzt geht's weiter mit Steven. Jo, also, ja, es ist halt ein bisschen scheiße, aber das sieht man halt erst immer im Nachhinein. Und ja, es ist, er wird sich anstrengen, dass alles jetzt besser wird. Und das Mikrofon jetzt ist jetzt auch, what the fuck, näher bei ihm. Ja. Und alles cool. Genau, das wird jetzt witziger werden. Ich habe jetzt einen Lufttimer. Ein Lufttimer? Oh. Ein Lufttimer. Weil ich im Vakuum bin. Oh, guck mal, da ist der Planet der bösen Necromorphs. Und das ist eigentlich schlecht dargestellt hier, finde ich, mit dem Wasser ein bisschen. Das ist das einzig Schlechte. Oh, ist das hell. So. Oh, ein bisschen hell hier, ne? Will ich gar nichts sehen. Oh, fuck, ich habe ja nur 40 Sekunden zu leben. Sonst platze ich. Neun. Das wäre, ey. So, schnell zurück in die Wildnis. Ich bin dein Fucker. Ja, ja, jetzt kommen wir in den schwerelosen Bereich, ganz cool. Wow. Er ist schwerelos, werde ich losgelassen. Völlig. Okay. Okay. Also der kann noch nicht fliegen. Ja. Pass auf, weil es ist noch nicht schwerelos. So, aber jetzt wird schwerelos. Na, kommt unser Freund doch wieder hoch? Oh, guck mal, ein Explodierfass. Hier kommen nämlich gleich Gegner, bin ich der Meinung. Ja. Irgendwo hier. Irgendwo. Irgendwo, ja. Irgendwo. Ja. Mann, ey, die Gegner müssen kommen. Nein, war ein Scherz. Wahrscheinlich kommen die, wenn ich zurückgehe. Oder sind sie jetzt direkt neben mir auf einmal. Alter, weg damit. Hallo, wie geht's, Kumpel? Komm. Bam. Würdest du auch gerne schweben können? Ja, wäre schon geil. Also... So völlig losgelöst. Völlig los. Oh, nee. Und der Erde. Ende der Schwerelosigkeit. Ganz super. Hier ist... Ach, hier ist ja schon das Shockpad. Da war das andere aber irgendwie schwieriger zu erlangen. Sie haben ein Shockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Termit, um die Barrikade hochzuziehen. Und Schwerelosigkeit. Oh. Jetzt kommen die Gegner nicht. Ja, da sind sie. Wow, wow, wow. Wo bist du? Da. Komm her. Komm her, komm her. Alter, der ist weggefetzt. Den hat's weggefetzt. Wow, der ist ja direkt neben mir. Nee, oh, das ist ein Körperteil von ihm. Das war's mit dem. Hallo. Fuzzi, mein Knollennase. Mario. Fuzzi, mein Knollennase. Aber beeil dich mal, wer weiß, ob hinter mir noch so ein Vieh ist. Ende der Schwerelosigkeit. Welch ein wunderschönes Stimmchen, nicht wahr? Ja. Und jetzt kommt hier was Überraschendes. Nämlich... Oh, wow, wo kommt der Kollege her? Ich finde das so cool, dass in der Schwerelosigkeit die Schüsse so gedämpft sind. Ich wollte kurz sagen, die sind richtig geil abgedämpft. Wow. Gib ihm. In die Eier. Oh, der hat Bierschiss. Aber richtig. Hey, gib mir was. Ich will irgendwas haben. Los, gib's mir. Gib's mir. Gib's mir. Was war das denn gerade schon wieder? Keine Ahnung. Okay, jetzt müssen wir hier rüber. Jetzt müssen wir einfach zurück und die Tür der Barrikade explodieren lassen mit dem Shockpad und dem Termit. Was war? Hier ist ein Gegner, habe ich gesehen. Alter, 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 Alter. Du Sau. Stück Scheiße. Hier uns doch noch irgendwas rein. Ah, hallo. Tja, fail, dass du jetzt schon kommst, ne? Jetzt hast du keine Chance. Ja, das war's denn mit dem Kollegen. Der Kollege wird uns nie wieder beeinträchtigen. Uns anscheißen wollen. Er wird's nicht wagen, sich uns noch einmal zu zeigen. Er wird's nicht... Oh mein Gott, es ist hässlich. Aber richtig. Oh,
Okay, was... Ah ja, ich wollte gerade sagen, was können wir als nächstes machen? Wir müssen einfach zurückgehen. Ach, ich Trottel, ey. Mensch, Steven, ey. Wow, Alter! Fuck. Nein, 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 nein. Wenn ich jetzt mich dumm anstelle, bin ich tot. Oh, mein Gott. Steven! Nein! Schnute! Scheiße! Aber richtig. Fuck, das habe ich voll vergessen. Diese Viecher können... Das sind irgendwie die, die mich am ehesten töten von allen. Weil die sind gnadenlos. Aber sie sind, ich bin zum Glück jetzt wieder hier gleich. Wow, stirb, stirb, stirb. Stirb. Doch, fick dich. So, jetzt kann ich lang. Das sind Viecher. Das sind kleine Viecher einfach. Und sie nerven. Wie ein Bastard. Siege, Siege. Ganz genau. So, dann... Mal, wo können wir jetzt lang? Das ist Schleichwerbung, weißt du das? Ah, ja, man kann auch sagen, wer den Insider verstanden hat, der kann Schleichwerbung verstehen. Ich glaube, ich habe doch ein Schema gekriegt. Schema. Schema. Ja, hatte ich sogar. Gut, Medipack Gross können wir wegtun. Halbleiter Gold können wir verkaufen. Können wir auch verkaufen. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld, damit wir, ja... davon ein bisschen kaufen können. Jetzt haben wir wieder genügend Munition. Wir brauchen wirklich Munition. Was hast du für ein Anzuglevel? 2. Okay. Höher haben wir noch nicht. Okay, und hier bauen wir jetzt das Termit dran. Das ist jetzt ein bisschen scheiße dargestellt, finde ich. Wow. Wow. Das ist nicht so gut geworden, finde ich. Also sah nicht so toll aus. Guck dir so. Ja. Okay, sie sind durch. Ich schwöre, sollte sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Okay, das hört sich nicht gut an. Soll ich denn jetzt begrabbeln? Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin super. Im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden. Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Tja. Gott. Kannst mal sehen. Bringen schlechte Sie Vorbereitung. Halten Sie ihn fest, Schwester. Drücken Sie ihn nach unten. Aufzeichnen. Der wieder umschreit, ey. Ja, das war sozusagen der Anfang der Mutation. Okay. Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bitte, bin sicher, dass ich hier irgendwo... Bevor Sie sich setzen. Ja, ey, das ist doch fies. Man muss ja um Erlaubnis bitten, um sich zu setzen. Ach ja. Fiese Sache. So. Das ist hier eine böse Stelle. Ja, so man sieht's. Was zum... Was war das? Oh. Ein Baby! Ein Baby! Ja, wie rumschreien, das kann ich nicht abhören. Da sieht man ja dran, anders. Hier noch was. Hier, genau. Ah, Baby! Aber ich hasse Babys. Mann! Die sind immer so eine Plage, obwohl wir selbst mal welche waren. Hey, hier war was. Ah, Strahlmunition brauche ich zwar nicht, aber kann ich verkaufen. Und real life oder in game? Babys sind nervig. Merkt euch das. Oder wenn sie auf die Welt kommen. Die sind voll hässlich. Ich war mal hässlich, yay. Ach nee, ich habe immer noch die Hässlichkeit beibehalten. Zack, und jetzt haben wir wieder Strom. Hey, schon viel gemütlicher der Ort, weil man überall jetzt die ganzen Leichen und das Blut erkennen kann. Genau. Das macht's doch um tausendfaches gemütlicher, nicht wahr? Und einladend. Mhm. Oh, und Rücken weg. Gar. Gar. Wow. Ich wollte gerade zur Tür gehen und dann kommst du auf. Alter, der ist mir ausgewichen. Dieser Skiller hier. Ja, komm her, du dummes Baby. Oh. Scheiße, ich muss nachladen. Ja, komm her. Ha, Ziege. Ziege! Ganz genau. Wow, hier hab ich was gehört. Wow! Ja. Ja. Wow. Alter, Vorsicht. Alter, du krankes Schwein. Bam. Fliegt doch auf die Fresse. So. Da kommt noch einer angetapelt. Oh Gott, nein. Versuchen wir uns auch noch. Ja, ich weiß, der da hinten ist ja auch noch da. Kann so,
der ist jetzt tot und hier ist keiner mehr. Ah, nee, dann nicht. Gut, dann hätte ich diese Doch, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Nö, der ist, da ist eine Leiche. Dreh dich mal weiter um. Es ist egal, ich gehe jetzt erstmal hier rein. Na, komm. Ich war gerade der Meinung, da wäre noch einer gewesen. Hallo, weg da. Alter, so, über Brückenzack rein. Hier ist wenigstens Beute drin. Ah. Beute. Nice, nice, nice. Flammenwerfer, Schema, Munition oder was? Geil. Oh, ein Tannenzapfen. Oh, ein Tannenzapfen. Das ist doch mein Leibgericht. Der ist ja so schön groß. Das ist so ein genialer Rücken. Okay, hier ist eigentlich nichts mehr. Sehe ich zumindest nicht. Okay, nö. Ist nichts, was haben wir hier? Ein Audiolog. Hallo, kann mich jemand hören? Ja. Mein Name ist Aline Fisk. Ich hab Fisk gelesen. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Krachen im Innern der Wände. Hallo? Wow. Ey, ich höre gerade Radio. Stör mich nicht. Oh! Alter. Du brauchst Hilfe? Was soll ich sagen? Wow, wow, wow. Ey, kann ich mal... Hallo, fick dich so. Bist du nicht wunderschön? Ja, Plasma-Energie, du bist ein bisschen im Weg. Ein wenig. So, jetzt grunzt hier nichts mehr rum. Gut, zack. Textlo. Oh, fick dich, Textlo. Ele, okay. Ach so, Neugeborene. Ach, das sind die ganzen Kinder, die Namen. Kai Joshua, auch ist das ein schöner Name. Nicht wahr? Mhm. Leonie. Kai Yatin. Wie kann man nur Kai Yatin heißen? Aber was hast du da alles gemacht? Ich wette, die hätten ihre Kinder sogar Joghurt genannt. Joghurt. Arschwick oder Vagina. So. Mann, wir machen heute eine Schleichwerbung, das geht gar nicht. Böse Schleichwerbung. Gut, dann hätten wir das hier erledigt, dann gehe ich jetzt mal hier lang. Ah, das ist eine böse Stelle jetzt. Alter, die fummelt da an ihn herum, ne? Jetzt sieht die mich. Oh, nice, nice. Nice one. Ich finde, das ist schön gemacht, die Grafik. Ja. Liebe zum Detail. Schnüff. Wissenschaftliches Logbuch von Dr. Kain. Er ist ein Science-Fiction-Officier, weißt du? Man kann sich da, finde ich, richtig gut reinversetzen und ja, Gameplay ist, denke ich mal, auch witzig. Ich habe es bis jetzt noch nicht gespielt, aber ich denke mal... Du bist jetzt live dabei, wie man spielt? Genau. Also, scheint relativ gut zu klappen. Wow. Okay, das ist eine epische Szene. Audiolog. Wissenschaftliches Logbuch, Chief Science Officer Dr. Kain. Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Zweifellos haben sie mit der Entdeckung des Mars. Was machst du da, Robin? Genau, mein Rücken tut weh. Meine auch. Fast 40% der Kolonisten sind dem Wahnsinn verfallen. Wow. Zu dessen offensichtlichen Symptomen akute Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen zählen. Ja, die gewalttätige Ausschreitungen und selbst Mord deuten ebenfalls auf extreme Paranoia hin. Paranoia. Die Anweisung von Dr. Mercer soll ich einige der Infizierten zu Studienzwecken an Bord bringen. Der planetare Psychiater Dr. Walland hat berichtet, dass seine eigenen Analysen fruchtlos waren. Oh. Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen, aber ich brauche seine Expertise. Wir brauchen Lösungen. Was ist seine Expertise? Ich habe keine Ahnung. Ach, wir sind jetzt in dem Raum angekommen, wo der Captain liegt. Da hinten liegt er übrigens. Ja. Und jetzt kommt gleich eine epische Stelle. Mal gucken, ob ich das kriege. Yay! So. Denn jetzt sieht man zum ersten Mal eins der Viecher, die für die Mutation zuständig sind, also die einzigen, die die anderen Menschen mutieren lassen können. Und wir treffen zum ersten Mal eine stärkere Form der Mutation. Der Captain wird nämlich eine stärkere Form gleich. Okay, das sieht komisch aus. Willkommen, Captain. Sie sind nun einer von uns. Den Captain gleich verlangsamen und sich um das andere Vieh kümmern, glaub mir. Weil, was zum... Hey, der sollte... Nein, 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 bohr mir nicht... Ey, bohr mir nicht im Kopf rum. Wehe, du bohrst mir jetzt in den
Nein, scheiße, Bot, ihr Kopf! Oh, verdammt. Aber du konntest ja nicht machen, weil der Captain hat doch noch mitgeholfen. Der Sausack. Was zum? PC-Bildschirm ausgegangen. Fuck. Standby. Ich hasse Standby. Weißt du, was Standby bedeutet? Dass jetzt eine Soundverzögerung da ist, aber dafür unterbrechen wir mal kurz einfach die Aufnahme, geht schnell. Das habe ich nämlich schon mehrmals hinter mir. Ich weiß nicht warum, er geht einfach gerne ins Standby. Außerdem ist sowieso die gerade eine ruhige Cutscene jetzt wieder. Also ich stehe jetzt einfach nur darum. Wenn es mal schneller laden würde, danke. So. Also, nicht zum Aufladen hier? Scheiße. Okay, also einfach bis gleiche. Und wieder da. Geht ja schnell, ne? Habe ich doch gesagt. Ja. So. Okay. Jetzt mach das ich keinen hat die Fehler. Tür aufgegangen. Okay, komm her. Erstmal hier den Fisten. Der darf nämlich sich auch nicht verwandeln, ey. Der würde sich wahrscheinlich gleich als erster verwandeln. So. Komm her. Komm her. Jetzt warte ich erstmal, bis der richtig draußen ist. Ja, du brauchst 3 Jahre, du alter Opa. Jetzt kommt. So. Ah, jetzt sind sogar beide verlangsamt. Nice. Bam, 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 bam. Mach das Vieh tot. Ja, das ist tot. Gut. Gut, jetzt können keine weiteren verwandelt werden. Und jetzt kann ich mich in Ruhe um den Fetzer kümmern. So. So viel dazu. Die Rig des Captains. Und Geld. In der Loco wurde ja... Ich werde mir jetzt die Aufzeichnung des Captains vornehmen. Gehen Sie zur Monorail-Station. Ich melde mich bei Ihnen. Kannst du lesen? Ich werde herausfinden, was auf diesem Schiff los ist. Warum lag der überhaupt hier? Ja, der hat alles voll gekotzt. Nee, ja, voll geschissen sieht das aus, ey. Tja. Die ja. Nougat-Schleuse öffnen. Nochmal so als Schleichwerbung. South Park Cartman hatte recht. Wenn man stirbt, muss man nochmal einen abseilen. Och, warum immer diese ganzen... Ich habe eben Dr. Octopus gelesen. Dr. Octopus! Okay, bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla, schließlich der Tod, bla bla bla. Och, wieder so ein ganzer Roman hier, ey. Okay, und fertig. Also mich haben Textlogs noch nie interessiert, glaub mir. Warum erfinden die so einen Scheiß überhaupt? Das hätten sie doch locker einfach auslassen können. Interessiert doch keinen. Ja, oder Audiolog. Ja, wäre ziemlich lang gewesen, aber ich hätte es ja, lieber gehabt als Textlog. Eine kürzere Version im Teil. So, Medipacks gehen im Grunde zu. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Achso. Okay. Bekannte Stelle. Ja, ja. Aber hier ist nichts mehr. Wir haben jetzt die Rig des Captains, jetzt können wir abhauen. Wow. Ja, gleich auf einmal noch so eine stärkere Version von euch, ne? Wenn man einmal euch gesehen hat, kommt ihr andauernd wieder. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Alter, stirb. Stirb. Der hat's nicht eingesehen, einfach zu sterben. Du musst dich einfach hinlegen und sterben. Tja, wenn ich will, der hat schon. Isaac. Einer von denen hat es irgendwie runter ins Cockpit des Captains geschafft. Aber ich konnte ihn in einer defekten Rettungskapsel einsperren. Ich hebe jetzt die Abschottung auf. Da sind die Deckprotokolle. Hättest du nicht einfach ihn töten können? Was auch immer hier passiert, es kam aus dem Planeten, als sie die ersten Stollen boten. Es verbreitete sich in der Kolonie und erreichte dann das Schiff. Das ist keine Infektion. Das ist eine außerirdische Lebensform. Mit Infektion. Scheiße, wir haben noch ein anderes Problem. Die Schiffsantriebe sind offline und unser Orbit zerfällt. Gehen Sie rüber zum Maschinendeck. Ich bleib hier und versuche rauszufinden, wo das Problem ist. Ja, da viel Glück. Mach das. Mach Affe. Das. Affe. Komm, boah, keine Medipacks mehr. Nehme ich mir mal ein paar. Jetzt setze ich mich aber anders hin. Das wird mir noch zu viel. Ja, ja, hinsetzen muss man sich schon anders, wenn man es nicht aushalten kann. Ich hoffe, mich hört man jetzt noch gut. Also, muss ich wirklich mal ein bisschen lauter sprechen, ne? So. Ja, ja, man hört dich noch. Man hört auch, wie du mit der Decke rumfummelst da. Ishimura. Lag mich an Fukushima. Oh. So, speichern. Ach, ich auch. Oh, Beinstrecken, das tut gut, glaub mir. Beinstrecken. Episches Beinstrecken ist episch. Episch. Ich habe eine geile Idee. So.
Ja, so kannst du auch dich hinsetzen. Kurskorrektur ist das dritte Kapitel. Und wir werden jetzt wahrscheinlich auch gleich den Part beenden, genau hier an dieser Stelle, in dieser Monorail. Also, dann erstmal an dieser Stelle bis zum nächsten Part, nicht wahr, Robin? Also, ciao!